Willkommen zurück. Na. Willkommen back at the business. Und zwar mag nein, warte, was wollte ich jetzt sagen? Alter, habe ich ein Langzeitgedächtnis. Ach, Argo, guck mal bitte unter. Unter. Ach, man verschiebt es nach links, nach rechts. Ich komme noch immer noch nicht klar. Bei Kompaktladern. Und dann einmal bitte ganz nach rechts. Und dann das von rechts das dritte. Ja. Hast? TG84 oder was? Oh ja. Sie haben endlich zwei Greifer. Yay! So, ja. Ja, ja. Jetzt wollte ich gerade gucken, wo die anderen Kollegen. Kann man jetzt ja auch machen, ne? Pappeln und so. Hat. Bitte, bitte. Nein! Stoll, du Arschloch! Stoll hat noch immer ein Zinken. Der Boot. Ach so, der da. Die Polter. Polter. Ja. Hm. Ja, muss man sich halt einen Kompaktlader kaufen oder einen Radlader. Wo ist Radlader? Der Radlader ist schon wieder zu groß. Diese Zange dafür, die ist viel zu fett, ey. Wo ist denn die Teleskoplader? Teleskop ist nochmal eine eigene Kategorie. Ach, die haben auch ein Einzing. Und dann gibt's ja noch den Unterfrontlader, den Kramer. Weil ich nicht verstehe, warum der nicht unter Teleskoplader gefallen ist. Das ist was? Achso! Kramer da. Der ist irgendwie nicht unter Teleskoplader gefallen, aber dafür der JCB. Ja, ich vermute, dass du mit Kramer und mit Frontlader das gleiche. Der ist auch teleskopierbar. Der Kramer müsste auch teleskopierbar sein. Aber Euronorm. Wie? Ich weiß nicht, ob du Frontladersachen auch an die Radlader hinhängen kannst. Achso. Teleskoplader. Ach so, weil die andere. Ah, okay. Achso, das sind ja alles nochmal andere, okay. Ah, deshalb. Könnte ja, sein. Ja, berechtigt. Ja, ich wollte fragen, krieg ich eine Kettensäge? Ich will Bäume metzen. Willst du jetzt schon anfangen mit Bäumen? Weiß nicht, habe ich gerade was zu tun. Nö, ja gut, dann würde ich sagen, kauf nur Made in Germany, oder? Schon zu spät, du kannst hier nicht mehr entscheiden. Ich hab eine. Hab ich auch eine? Oh, sogar mit Stielhandschuhen und Stielhelm. Nur ist es keine. Doch, ist eine Kette drauf, ich dachte gerade. Oh ja, oh ja. Arbeiter B hat seine Arbeit verrichtet. Er metzt halt gleich mal den armen kleinen Busch weg. Das geht gar nicht. Okay. So, wir haben unser Lieblingsspielzeug. Ah, zu der da. Ah, okay, du musst schon. Hehe. Pa! Haben wir noch mehr Felder wie die? Nee, wir haben erstmal nur drei, aber ich würde sagen, hier Feld 19 habe ich schon nachgeguckt, das wird auf jeden Fall das nächste. Feld 19. Muss mal gucken, in welche Himmelsrichtung das liegt. Aha, okay. Wo ist denn die Holzverkaufsstelle? Das ist da ganz oben. Also das kann ich doch unter I nachgucken, nein, unter Escape. Ah, hier, so an dem See dran. Stanton Sawmill. An dem See. Stanton Sawmill. Was heißt jetzt das? Ach so, ich kann hier durch die Dinger durchhalten. Stanton Sawmill. Das kann ich hier alles ein- und ausschalten. Ich kann hier Punkte ein- und ausschalten. Ja, der hat da irgendwas ausgelassen. Okay. Aha, Pappe. Zuckerrüben, Körnermais, Gerste, Weizen, Rapssoja. Was macht der? Achso. Ich kann Gras ein- und ausschalten. Schalt mal Gras ein- und aus. Geil! Wie Gras ein- und ausschalten?
Geh mal in die Escape-Karten und dann auf die Karte da, wo die Früchte sind. Ja. Und dann mach mal alles aus. Ach so, lol. Soft Gras. Okay. Alles klar, ich hab gehört, wir brauchen nicht Gras sein. Naja. Wie kennzeichnet der Pappeln? Ich glaube, es gibt keine Pappeln. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich mache. Was machst du? Kannst du schon mal Bäume fällen? Oder ja. Also wenn du Bäume fällen willst, brauchst du auch einen Anhänger zum Aufsammeln, ne? Nö, ich fahre jetzt mal mit dem Frontlader zu der Sägemill. Und dann werde ich da mal schauen und da in der Nähe mal Kali veranstalten. Mhm. Das ist ja nur eine Palettengabel. Das langt doch, um die durch die Gegend zu schieben. Nee, warte, lass mal die Palettengabel am Hof. Und fahr mir hinterher. Hier hinterher, wo bist denn du? Achso, da unten bist du schon. Ich war wirklich 50 mit dem Karren. Ich bin mal gespannt, ob das bei mir einfach durch meine immer wiegender rote aufblinkende Ping ist oder ob das. Keine Ahnung. Du siehst deine Ping. Ja. Oben rechts in der Ecke, in der Map. Ich nicht. Du als Host wirst bestimmt eine Monster-Ping haben. Meinst du ich auch? Nicht. Ich würde sagen, ich hab die beste. Hopp, gib mal Kette. Bin ich gespannt, ob ich schneller bin wie du. Sag mal, wenn du 40 fährst. Jetzt. Okay. Ich fahr 50. Was? Nein, bei mir zeigt der Taro 51 an. Die Anzeige stimmt einfach nicht, bei mir steht 42. Steht der ernsthaft 52? Ich zieh dich leicht ab, oder? Nee, gar nicht. Steht da 52? 42 steht da. Vielleicht hast du Meilen pro Stunde. Du Held. Kilometer pro Stunde. Meilen pro Stunde wäre langsamer, du Spacken. Ach so, ja, stimmt. Du könntest Meilen pro Stunde haben. Nee, ich hab gar nicht. Der zieht mich wirklich ab. Jetzt zieh ich dich ab. Ich komme mit Gebrüll! 41. 43, 42. Da zieht der Anhänger. Wann müssen wir mal rechts abbiegen? Jetzt. Rein da, da wo man nicht reinfahren darf. Du hättest vielleicht mal die erste nehmen sollen. Laternenpfahl stabil. Okay. Schlepper stabil. Poltergabel. Die du so liebst. Und ich kriege... Nichts. Möchtest du bitte schon wieder? Ich möchte immer was. Ich bin richtig teuer am Anfang. Ich hätte so... Leider okay. Stand das Ding falsch rum, finde ich. Ich hätte das nämlich gern hinten angehängt als Gegengewicht. Ah, ja. Ach, ist das gar nicht so schlecht. Hier gibt's richtig schöne Berg- und Talfahrt. Hä? Mach. Ich hab dir gerade gezeigt, wo Grünland ist. Ja, das war nur so obligatorisch. So.
Schwemmmill. Eine Mill ist doch grundsätzlich ein Sägewerk, oder nicht? Ach, du bist jetzt in das Feld nicht, bin ich zu nah am Feld oder was? Ich hab grad zu nah am Feld gemäht. Das geht da nicht. Also, alles klar. Fuck. Eine Mill ist doch grundsätzlich ein Sägewerk. Alter, ich wollte nicht in den Shop, ich wollte Escape. Mill heißt Mill. Ja, so, und jetzt gibt's hier bei Holz. Holz? Wo ist Holz? Holz? Holzer! Holzi, Holzi, Holz. Glaubst du, dass die... die Mill mit dem Trecker da hinten, mit dem komischen Fahrzeug. Glaubst du, dass es wirklich ein Sägewerk ist? Ja, das ist nicht das Ding. Nein, das ist kein Sägewerk. Da kann ich Zuckerrüben anliefern. Das ist die Mapfield Mill. Sollst du das Santon Sawmill? Aber ist das ist die einzigste. Sawmill. Ich meine, das ist die einzige. Da kann man, was ist das? Hackschnitzel? Hackschnitzel nur abliefern, oder? Nee, das ist das Sägewerk. Kannst du alles abliefern? Ja. Nee, nur Hackschnitzel, also nur Holz. Hackschnitzel. Ach, hallo Auto! Es wird Nacht, es sieht nach Wolken aus. Nee, geht nach Hause, Männer. Ach, man kann sie sich sogar auf der Map markieren. Mit einem grünen Riesenpfeil. Hast du das gewusst? Was? Dass man sich Sachen auf der Map markieren kann. Was? Wie das denn? Ja, indem du unter C gehst und dann vorne auf das Symbol für markieren drückst. Also unter Escape, dann in die Preisliste. Und dann vorne gibt es da so ein Pfeilchen, wo wie eine Zielscheibe reinschießt. Was? Ich will jetzt nicht sagen. Ah, jetzt so gibt es die Knickbare. Da ist ja. Sehr gut. Ich dachte gerade, du wolltest nicht sagen, dass du schon 120 Stunden LS gespielt hast. Noch nicht so ganz, aber bald. Und das noch nicht, wo und das noch nicht mal wusstest. Bald, keine Sorge. Das kommt noch. Ich brauch den Jungen auch noch einen Frontlader, das ist der perfekte Allrounder. Der perfekte Stöpper. Hast du einen Frontlader verkauft? Nee. Safe? Ja, ist der bei dir weg jetzt oder was? Ja. Hä? Nee, war ein Anzeigebug. Bei mir, ich hab's bemerkt, aber bei mir steckte gerade anstatt der Frontlader in der Kabine. Okay. So, ein bisschen Gras. Habe ich alles entastet. Schlepper! Brauchen wir kurz. So. Also, ich werf gleich Gewinner. Wie sieht's bei dir aus? Nee, ich nicht. Ich werde noch ganz lange keinen Gewinner werfen. Pass auf. Ich wette, ich muss noch einen eigenen Kredit aufnehmen für mich. Apropos, machen wir jetzt dann geteilte Konten jetzt schon oder warten wir noch ein Weilchen? Also das Holz kannst du ruhig selber haben. Alter Falter, das war ganz langsam, Kollege. Okay, nice einfach. Geht ja jetzt im LS17 so schön. Was? Auf dem Boden. Das ist geil.
gab's Geld dir? Ja, 590. Das war jetzt ein Baumstamm. Okay, mach nur einen zweiten, hast du 1000. Wie hat meine Gabel gekostet? Mmh. 800. Also nach zwei Baumstämmen habe ich meine Gabel rückfinanziert. Sehe ich das so richtig? Der Frontlader nicht. Der war schon davor da. Den Frontlader, den brauche ich ja auch. Also. So. Aber kann der sich bestimmt doch wieder irgendwo Gras verkaufen, oder? Wo kann man denn Gras verkaufen? Also, es gibt doch hier jetzt so ein tolles Menü. Feldfrüchte. Nee. Gras und Heu sammeln. Gras sammeln. Nee. Nutzung von Gras. Glaubst du, wenn ich die Esche dran lasse, dass es da, okay, weniger bringt? Was? Wenn du was? Wenn ich die Esche dran lasse. Ja, ich glaube schon. Machen wir mal gleich mal einen Test. Obwohl mir der Baum schon fast viel zu schade ist. Ich glaube, wenn du entrast, das bringt deutlich mehr. Mach die Gabel zu, der rutscht weg. Ey, der glitscht einfach weit. So. Ey, der. Sag mal auf, hier rumzurutschen. Alter, habe ich ein Monster arscht. Also ich bin auch fett im Minus. Ich habe jetzt 3000 Gewinn gemacht mit meinem Animation. Ich habe gehört, ich fahr auf ein. Lol. Ey, ich kann was anpacken. Objekt ist zu schwer. Ich könnte Baum anpacken. Ja, du kannst mit so kleinen Dingern. Kleine Dinger kannst du auch werfen. Ich kann auch mal Basketball spielen. Mal den Baum in der Mitte entlang sägen und er ist entastet. Das habe ich nur noch ein anderes Problem. Und zwar habe ich einen sehr leichten Schlepper auf der Hinterachse. Brauchst du wohl doch noch ein Gewicht. Musst du noch kaufen? Nee, ich muss musst einfach ganz... Verdienen. Kannst du auch selbst Maschinen kaufen. Ja, mit 0 Euro. Muss erstmal separate Konten anstellen. Ich, von minus 1 Euro? Ich kann hier nur 10.000 überweisen. Denn? Ich kann hier nur plus 10.000 machen. Warte. Gibt's hier noch ein anderes Menü? Nee. Ja, nice. Das bringt's ja richtig. Hä, es ist ja mal kacke. Gut, ich hab 714. Okay. Ich hab Baumstämmchen gerade. Kriegst du jetzt auch was abgezogen die ganze Zeit? Berechtigte Frage! Also bei mir gehen halt auch die Lohnzahlungen und so ab. Das ist jetzt die Frage, bei wem, wie das abgeht, auch mit den Unterhaltskosten. Ich meine, 4000 am Tag oder so kosten die ganzen Maschinen. Kann man das irgendwo sehen? Ja, unter Finanzen. Tiere? Finanzen. Holzverkauf habe ich schon 2000 Euro plus gemacht. Neue Fahrzeuge. Heute, aha. Ernteeinnahmen. Achso, das ist nicht nur von mir alleine. Nee, nee, das ist jetzt das Ganze. Von dir auch. Ach, weil unser Kredit wird größer. Bis? Was? Nee. Ach so, das ist wie viel ich noch absah. 50.000 Kredit haben wir noch, den wir noch tilgen müssen. Ich muss gerade anschaffen, dass ich im Plus bleib. Frech. Ein paar mehr Bäumchen fällen. Ich rote hier gerade die ganze Gegend um, ja, den Holz. Ich bin die ja echt erstaunt, dass man nur 10.000 auf einmal überweisen muss. Ja, kann. Ich rote gerade schon alles rund um die Holzmittel ab.
geschlachtet. Nice. Hier hast du gerade gesehen. Minus 3000 irgendwas war bei mir. Fahrzeug unterhalb. Nö, bei mir kam nix. Frech. Was nicht frech. Ey! Stamm bleibt da. Muss man das wieder mit der guten alten Greif, ich greif dich von oben Technik machen. So, man sieht ja seine Frontlader gar nicht. Geschweige denn, wie weit man weg ist von einem Gegenstand. Ey, das ist scheiße, der Auspuff sitzt genau vor einem Gabelzinken. Nicht nice. Kann ich mit dem Baumstamm durch den Laternenpfosten gleich mal testen. Das hat vorbeigelangt. Egal. Die Mill frisst mir wörtlich aus der Frontladergabel. Ich muss einfach nur den Baumstamm absetzen. Auf der Mill. Und dann verschwindet er und ich krieg Plus. Ich hab gerade auch Plus bekommen. Wie, ernsthaft? Oder steht zumindest. Wo steht es bei dir? Bei mir steht jetzt plus 578. Heute Morgen, ich bin unter Finanzen, bin ich. Und du? Max. Hm? Ich bin unter Finanzen. Und du? Ich stand da gerade bei oben rechts beim Konto. Achso, hast du gesehen, dass das Plus kam? Wir haben Gras, haben wir voll für Kühe. Habe ich gerade gespoilert, was du machst? Was mache ich? VE hat die Arbeit beendet. Von mir aus können wir auch die Konten wieder zusammenlegen. Das läuft gerade nicht so mit den Konten. Ja, ich blieb im Minus, ich blieb im Plus. Bei mir. Und doch bei mir zieht's was ab. 47.000. Ach so, ergönnt sich. Ergönnt sich. Ich krebel hier mit meinen 900 rum. Ich frage mich halt, inwiefern die den 900 bleiben, wenn wir das Spiel beenden. Ach komm, scheiß drauf, wir machen's zusammen. Haben wir das schon gesät? Was? Haben wir alle Fälle schon gesät? Nee, für 14, 15 noch nicht. Überweis das Geld mal einfach und dann machen wir wieder ein Konto und das geht einfacher. Ja, komm halt noch, tu mir mal weiter. So, und zwar Escape. Finanzen, ich bin jetzt unter Finanzen. Spieler. Preis pro Liter, Kühe, Hilfe. Mehr Spieler. Ich sehe, was du hast. Ich sehe, aber ich kann dir nichts geben. Kannst du nichts geben? Wie geht das? Rechts an der Seite steht das. Plus 10.000. Schließ mal mein Konto und guck, ob du das Plus bekommst. Nö. Hast du bekommen? Nö. Oder ist weg? Mach mal wieder mein Konto auf. Okay, mach wieder zu. Hab minus 1. Also ist weg. Ey, das ist ja dann... Ja. Okay, na gut, dann bringt es ja gar nicht. Theoretisch könnte ich mich voll ins Minus schießen, dann machst du kurz weg, dann machst du dahin, dann habe ich wieder null. Ja, aber du kannst ja nichts kaufen. Minus. Ich kann glaube Helfer einstellen von der Null.
Ich mach weiter meine Bäumchen. So, oh. 1400 durchs Gras. Hier gibt es so eine richtig schöne, gerade, große Wiese. Einmal entlangfahren, oder wie? Einmal hin, einmal zurück, wenn es anläuft, so ungefähr. Bin ich gespannt, kann ich jetzt das von Hand nehmen? Ey, der ist weggeglitscht! Frech. Auch weggeglitscht. Auch weggeglitscht. Ach ne. Ach, ich denke nichts mehr von meinem Baumstamm ab. Nimm mich mal! Hier stehen schon zwei Autos. Leggy-Leg-Leg. Alter, habe ich eine Monster-Ping. Gut, dass ich nicht der Aufnehmende bin. Hier fährt ein Jeep vorbei. Alles klar, er gönnt sich ja. Man gönnt sich ja sonst nichts. Flop. Ey, da hängt noch ein Arsch dran. Voll empört. So, weil ich mal jetzt quasi Ackerränder mulchen. Grünstreifen mähen. Von allen Feldern auf der Map. Ich mach's dir schon mal frei. Genau. Oh shit! Plus 600. Plus 662. Wenn man es genau nimmt. Soll ich jetzt hier erstmal um den Weg um das hier noch den her weg. Du warst auch ein schöner Baumkollege. Dank für diese Schönheit. Warst ein schöner Baum. Muss ich dich nur noch anstupsen. Baum fällt! Auto weg! Ich erinnere mich gerade für einen Helfer, der die ganze Zeit Geld haben will, Alter, 66 Euro die Stunde. Die sind echt gierig. Was will die auch haben für einen Stundenlohn, Alter? 66 Euro, das geht klar. Aha! Bin ich gleich dabei? Bin ich gleich dabei, Digga? Bin ich gleich dabei? Scheiß auf 8 Euro oder 7 Euro Mindestlohn, Lohn. 58. Nicht für das, was ich mache. Hast noch keine 3 Jahre gearbeitet oder so. Hast mal, also mindestens 18, 3 Jahre in Betrieb oder so und dann noch. Ach, jeden Scheiß. Es gibt doch gerade das große Schlupflochpolitik. Aber okay. Schlupflochpolitik, was? Ja, jedes Gesetz, was neu rauskommt, hat irgendein Schlupfloch, damit man es doch noch umgehen kann. Also ein gewolltes Schlupfloch. 587. Verkaufe. Was? Verkaufe? Stelle für Holz? Ah! Lol! Ich bin gerade minimal perplex gewesen. Ich bin in das Info-Ding reingeheizt. Na, dann hält man sofort an. Ja, so. Hä? Was? Wie? Verkaufsstelle für Holz? Was? Oh, sehe ich da einen Baum? Sehe ich da Bäume? Ich brauche die hohen. Wie viel kostet es, eine Pappel zu pflanzen? So eine riesige? Wie so eine riesige? So riesige Pappeln willst du jetzt ja gar nicht mehr. Du willst Warum? Jetzt Energieholzpappeln zum Häckseln. Ich wollte riesige Pappeln direkt neben dem Holzverkauf. Das geht, Pflanzen. Das gibt's nicht mehr, die man sich direkt... Das sind nur so kleine Bäume. So.
also entfernt, eliminiert. So, ich war jetzt hier einmal außen ringsrum und fällt 26. Siehst du? Und fällt 26, warte. Ja. was? Und jetzt? Ein Grünstreifen mehr. Dass der Anhänger voll ist. Ich habe einen langen Zahnstocher jetzt. Bei mir schon wieder der Frontlader in den Schlepper reingeglitscht. Steckt bei mir mitten durch die Internetleitung. Aber sobald ich einsteige, hat es sich wieder aktualisiert. Der Motor. Upsi. Okay, also da ich das jetzt wieder mit Fraps aufnehme statt mit dem anderen Programm, sehe ich halt nicht mehr, wie lang die Folge geht. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach durchgehend auf und ich nehme die dann halt so nach Zeit, schalte zusammen. Das sind immer so einzelne Elemente bei Fraps. Yo, yo, yo. I know. Es nibbelt, es nabbelt.